Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV. Ja, Samstag bedeutet It's Teambuilding Time und genau das machen wir in diesem Video wieder. Morgen an Spieltag 4 geht es nämlich ran gegen Professor N, den Mitaufsteiger aus der letzten Season, gegen den wir in Season 4 1-1 gespielt haben. Beide Kämpfe waren sehr spannend. Ich habe mich in beiden Kämpfen gut geschlagen und ja, das ist auch mein Wunsch für morgen, dass genau das nochmal passiert. Es soll einfach ein spannender, schöner Kampf werden, okay? Und wenn dann am Ende ein paar Punkte rausspringen, sage ich auch nicht nein, aber mal schauen. Ich glaube, gut anzusehen wird er sowieso, denn das Team, was ich gebaut habe, verrate ich schon mal, ist wieder ziemlich lustig. Und ich glaube, das wird jeden Tag so sein, schätze ich mal, weil mein Kader halt echt ein bisschen bescheuert ist. Naja gut, apropos Kader, bevor ich euch die 6 Sets zeige, die ich eingepackt habe, schauen wir uns erstmal wieder das Matchup an, also hier in der Gegenüberstellung mein und sein Kader. Ja, wir sehen hier Boreos T, Azumarill im S-Rank, dann ein Trikefalo, ein Hippo, Bronzong, ein Rotom Heat, Lucario, Wolverock mit dem Z-Stein, also Wolverock Zwielicht, dann sehen wir noch Baldurfish, Gewaldru und Zubiris. Ja, auf jeden Fall eines der besseren Teams der Liga, auch geleitet von einem der besseren Spieler der Liga. N ist einer der besten, die wir hier haben im deutschen Poketour-Bereich. Und deswegen habe ich natürlich echt ziemlich viel Schiss. Das Matchup ist aber okay, würde ich mal sagen. Ich sag mal so, es ist das am wenigsten beschissene bisher von den vielen. Dafür sitzt halt N hinterm Steuer und wird mir trotzdem ziemlich die Hölle heiß machen. Aber wir gucken uns das erstmal genau an. Ja, also um jetzt mal so ganz schnell vorwegzunehmen, was hier Fakt ist, die Offensive von ihm ist gut gegen mich, meine Offensive ist auch gut gegen seine Defensive. Denn die ist allgemein eventuell, ich hoffe, ich darf das so sagen, vielleicht eine kleine Schwachstelle, also zumindest meines Geschmackes nach, denn ja, er hat hier ein paar Pivots, die recht schnell gechippt werden, denke ich mal, in manchen Matchups. Also ein Rotom Heat mit seiner Rockschwäche und ohne Recovery wird natürlich sowieso gerne mal gechippt. Man muss sich da oft auf Items verlassen und auch Bronzong oder Baldurfish, die dann noch irgendwo dazugehören. Das sind natürlich auch nicht die langlebigsten Pokémon, auch wenn sie viel aushalten, gute Typen besitzen, aber sie werden halt gechippt. Ja, dann gibt es hier noch so ein Hippo mit Reliable Recovery, das ist natürlich schon ein bisschen verlässlicher. Ja, aber es ist schon etwas, das man zermürben kann. Ja, aber die Zeit muss ich auch eigentlich erstmal haben, denn wie gesagt, seine Offensive ist gut gegen mich und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal alle Pokémon von ihm kurz durch. Ja, wir fangen einfach mit dem S-Tier an. Wir haben hier Boreos und Azumarill, beide teilen sich eine Elektroschwäche und ich bin ja stolzer Besitzer von 2 Elektro-Pokémon. Und Zapdos ist, glaube ich, so das Beste, was man in ein Boreos T einwechseln kann. Boreos T ist so ein richtiger Draft-Evergreen. Und Zapdos kommt da einfach immer rein. Das Einzige, was es halt machen kann, ist Toxin einsetzen als Prediction. Das war's. Weil, keine Ahnung, der Hurricane macht keinen Schaden. Und wenn er Kehrtwende drückt, was er sonst gegen viele Walls gerne machen möchte, dann muss er zittern, dass er keine Statik abbekommt, die immer eine 30% Chance hat. Und ein Boreos möchte nicht paralysiert werden. Also das ist schon mal ein riesen Minuspunkt. Ja, ansonsten ist das Damage-Potenzial von Boreos nicht mega hoch. Er kann es natürlich trotzdem mitnehmen. Kann ich mir vorstellen, will ich nicht ausschließen. Er kann sogar auch physisch mit Walmart spielen, geht auch. Eventuell halt auch um einem speziell defensiven Zapdos oder vielleicht wieder einem offensiv-westen Voltolos so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich meine, so ein Walmart-Knirscher von dem Ding ist auch nicht schlecht gegen Megalatias, oder? Ja, und geht Tentoxa zum Beispiel als eher speziell defensives Pokémon auch? Also könnte sein. Ja, Azumarill hat ebenfalls Probleme mit Elektro-Pokémon. Ich komme zwar in Azumarill fast gar nicht rein mit den Pokémon in meinem Kader. Da bin ich mit Bisaflor letzte Season deutlich besser dran gewesen. Das ist echt ein Luxus-Pick gewesen. Und ja, diesmal muss ich mir was einfallen lassen. So ein Walband Azumarill tuhitet halt irgendwie alles, wenn es die richtige Attacke drückt gegen meinen Kader. Sage ich einfach mal vorneweg, das ist halt etwas, das ist immer gruselig. Dafür kann ich es mit vielen Pokémon auch revengen. Das ist wieder das Gute daran. Ja, aber ich muss da trotzdem aufpassen, dass hier nicht Trick Room oder Bizarro Worm oder so zockt, denn dann ist Azumarill wirklich widerlich. Apropos widerlich, Trikefalo ist das auch. Ja, ich habe ja mit speziellen Drachenattacken bzw. mit Dracos schon so ein bisschen Probleme manchmal im Teambuilding. Das ist hier halt nicht anders. Wir haben hier vor allen Dingen auch einen Drachen, der gegen Latias zum Beispiel nicht mal den Draco drücken muss. Er hat auch noch einen sehr effektiven Unlichtstep und Trikefalo hat sowieso die Coverage des Todes. Geiles Teil. Und es all-outet gegen mein Team wirklich gut. Ich habe zwar Armin Etouffee. Ich weiß, das werden jetzt alle wieder sagen, ja.
Aber ich kann auf Amigento Fee keine Evie draufpacken, keine Antibären gegen die Lichtkanone, die er zocken kann. Oder er kann einfach U-Turn und setzt mir irgendwas vor, was Amigento Fee besiegt. Und das ist fast alles im gegnerischen Kader. Denn Amigento Fee ist leider bad gegen die Defensive. Also, weil Rotom und Bonzon zum Beispiel den Step resisten. Und ich mache da einfach nicht wirklich viel gegen. Ja, deswegen ist Amigento Fee hier natürlich eine Antwort auf Trikefalo irgendwo. Aber es ist trotzdem dann ein Pokémon, das mein Team insgesamt schwächt. Ja. Ah genau, Trikefalo erwarte ich übrigens ganz hart und zwar auch Scarfed und zwar mäßig, denn mäßiges Scarfed Trikefalo outspeedet zum Beispiel immer noch mein Scarfed Meditalis. Und ja, eigentlich ist die 95er Speedbase von Amigento so etwas, was Trikefalo normalerweise dazu bringt, eher scheu zu spielen oder so outspeeden, aber ja, da ich Amigento nicht scarfen kann, kann er es einfach mäßig zocken. Würde mich wundern, wenn Trikefalo nicht mitkommt und wenn ich ein Set predikten müsste, dann Modest Scarf mit irgendwelchen Attacken. Er kann sogar Outrage noch zocken, um halt einen Karmal und Latias damit ein bisschen besser zu treffen. Also Mixed kann auch sein. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, Hippo könnte auch mitkommen. Kann man gut in meine Elektro-Attacken reinwerfen. Tankt auch. Meditalis ist ganz okay. Kann mit Brüller was gegen Gedankengut-Setupper machen oder allgemein natürlich gegen Setupper von mir. Er legt die Rocks, aber Nachteil ist natürlich, dass es halt das Erdbeben nicht so gut einsetzen kann gegen mich, aber es kann trotzdem mitkommen. Genauso wie Bronzong ist der zweite Rocksetter, den ich ein bisschen wahrscheinlicher sehe, eben weil er halt nicht ganz so stark von mir gepressured wird. Mir fehlt ja so ein Fire-Type auf jeden Fall. Ist trotzdem ein Pokémon, was man halt chippen kann, wie gesagt. Aber es kommt auch gut in Latias rein. Ich meine, er muss natürlich irgendwo für einen Typenspiegel dann Angst haben. Aber auch nicht so ultra viel, weil Latias behält hat den Psychotypen und hat dann halt, auch wenn er Steel Psycho sein sollte, immer noch eine Schwäche gegen Trikefalo, ne? Ja, Rotom kommt ebenfalls gut in Electric Spam rein, den er hier auf jeden Fall erwarten muss bei seinem S-Core. Und holt auch mit Volt Turn guten Momentum, denn ja, so mein Keifel oder mein Volt oder das wäre von einem Overheat auf jeden Fall gut getroffen. Oder sei es nur von Irrlicht, also Irrlicht auf Keifel, das wäre schon nicht so cool. Oder halt auch, ja, keine Ahnung. Ich könnte Keifel sogar trinken, wenn er richtig cool ist. Naja, auf jeden Fall Rotom, auf jeden Fall ein Volt-Switcher, der diesmal ein bisschen besser gegen mein Team ist. Ja, Lucario ist okay. Es kann mitkommen, aber das Speed hier ist halt nicht so geil gegen meine Pokémon irgendwie. Schaden machen kann es natürlich schon ganz gut, weil es halt auch Lucario ist. Aber ich muss sagen, dass ich eher andere Pokémon erwarte. Und er hat hier wirklich gute Auswahl. Ich glaube, Lucario ist da eher so ein bisschen weiter hinten. Ich habe mich halt nicht 100% darauf vorbereitet. Das ist das erste Pokémon, wo ich wirklich sage, das erwarte ich eher nicht. Aber ich habe es passiv quasi gepreppt für alle Leute, die jetzt Angst haben. Ja. Das schauen wir uns aber nachher mal genauer an. Ja, dann kommen wir auch schon zum Albtraum schlechthin. Und jetzt so, erzählt mir mal, was ich gegen einen Wolverock mit einem Schwertanz und einer Z-Attacke machen soll. Ja, genau, gar nichts. Hilfe? Also, keine Ahnung. Stein ist immer blöd, vor allen Dingen, wenn man Zapdos und Voltolos hat und nur Panzeron als D-Type. Also, das wird von der Z-Steinkante auch aus dem Leben geprügelt. Und, ja, er kann auch Z-Knirscher spielen für Latias, die beiden Speed-Teilen. Und, ja, wenn man mal mit Wolverock Dusk kalkt, dann merkt man erst, wie gut Krallenwucht ist. Ich habe Angst vor dem Teil. Ich habe große, große Angst vor dem Teil. Sag mir, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ja, mein Wolverock outspeedet halt, aber das wird halt von einem plus 2 Leben Orb Turbofelsen von dem Ding halt auch besiegt und besiegt es halt im Gegenzug nicht. Also vor dem Teil habe ich fürchterliche Angst. Das ist Kyurem 2 quasi und auch das beste offensive Pokémon gegen mich. Und ich erwarte safe. Ich erwarte safe. Es hat zwar letzten Spieltag ein paar Steinkanten gemisst, aber die wird es gegen mich jetzt treffen, glaube ich. Es muss ja sein eigenes Trefferkonto ausgleichen und nicht meins. Also. Ich habe Angst, Leute, holt mich heraus. Ja, wovor ich keine Angst habe, sind Baldorfische Gewaltro, die fasse ich ganz schnell zusammen. Die machen gegen mein Team nichts offensiv, die machen auch keine Defensivarbeit. Spikes von Baldorfisch machen auch nichts. Also nein, ich erwarte die gar nicht. Baldorfisch könnte halt ein paar meiner Pokémon schon nerven mit dem Bedroher, aber was will er damit gegen mich machen? Also ich habe Latias, ich habe Zapdos, ich habe Voltolus, ich habe Dentoxamitalis, die sind alle gut dagegen. Also Baldorfisch sehe ich nicht. Und Gewaltro ist zwar schneller als mein Team, aber Gewaldo ist halt auch irgendwo Free Momentum in viele meiner defensiven Pokémon, weil mein halbes Team irgendwie Pflanze resistet und ich werde einmal sehr effektiv von Pflanze halt getroffen. Das ist Keifel. Der braucht Gewaldo nicht. Anders als Suiris, das ist nämlich
richtig gut gegen Medital ist. Und dafür muss er halt nicht mal wirklich ein Irrlicht draufpacken. Er kann einfach einen Carminer mitnehmen. Und da habe ich auch Angst vor. Zubiris sehe ich auch als gesetzt. Es ist nicht nur gegen Militaris gut. Es ist einfach mit dem Taunt gegen viele meiner Rootsten oder Recovernden Pokémon gut und kann mich selber vom Setup fernhalten und kann auch Priotoxine raushauen und ja. Und wie gesagt, im Gedankengut, ich habe keine Ghost Resistance außer Zoroark und ja, ich habe Angst vor Zubiris. Ich will wirklich nicht von dem Ding geswippt werden, aber ich sehe das hier irgendwie. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, Zubiris ist nach Volvox irgendwie so der zweitbeste Pokémon gegen mich. Aber ja, gut, ich glaube, Trikefalo ist doch noch ein bisschen besser, aber Zubiris ist gut. Und ich sehe auch Trikefalo, Rotom, Volvox und Zubiris auf jeden Fall als gesetzt an. Das würde ich so predikten. Und dann sehe ich noch einen Rocksetter, vielleicht Hippo, vielleicht Bongsong, einen von beiden. Ja, und dann mal schauen, ob er dann vielleicht doch Thorn oder eher Azumarill mitnimmt. Ich würde eher zu Bronzong und Azumarill tendieren. Ja, das sind so die Pokémon, die ich erwarte. Ich versuche diesmal ein bisschen genauer zu predikten. Das fällt mir aber auch diesmal etwas leichter, sage ich mal. Weil ich nicht glaube, dass er Azu und Boreos mitnimmt. Und dass ich glaube auch nicht, dass er beide Rocksetter mitnimmt. Sondern gibt es noch diese drei Pokémon, die ich ausschließe. So viel bleibt da nicht über. Gepreppt habe ich mich natürlich trotzdem auf alles. Und ja, mal schauen, wie es wird. Also wie gesagt, die Offensive macht mir richtig Angst und die Defensive ist okay, die kriege ich glaube ich schon hin. Und meine Offensive ist halt auch gut und jetzt muss ich mir nur versuchen, eine Defensive zu bauen, mit der ich dieses Game auch halbwegs kontrollieren kann. Und ob das gelungen ist, das könnt ihr jetzt gleich einfach mal bewerten, indem wir uns die Sets jetzt mal im Detail angucken. Und wir beginnen mit dem besten offensiven Pokémon auf meiner Seite. Und ihr denkt natürlich alle, genau wie ich, sofort an Tektas, oder? Ich freue mich richtig auf dieses Set. Und damit hat das Teambuilding schon so ein bisschen angefangen. Denn was macht man gegen Trikefalo und Volvox Dusk? Ja, das hier. Einen dicken, fetten, harten Lebenorb über Rumpler drücken, denn der killt die beide hundertprozentig. Also, Volvox müsste schon KP-Investment haben und nicht mal wenig, dass er das überlebt. Das, keine Ahnung, deletet ihn einfach und Trikefalo mit seiner Schwäche müssen wir gar nicht drüber reden, okay? Und jetzt müsst ihr mir mal kurz verraten, was er mit diesem Set, mit Überrumpler, Aquadurchstoß, Wasserdüse und Abschlag, was er reinwechseln kann, dass, wenn ich die richtige Attacke drücke, nicht getootet wird. Genau, das sind einmal Azumarill, das trotzdem nicht genockt werden will und trotzdem 30% bekommt von Aquadurchstoß und Überrumpler. Ja, und Baldorfisch dank dem Bedroher. Ja, und das war's. Also, Tektas ist hier auf dem Papier richtig geil. Er macht sogar im Tonti irgendwie 40-50% mit dem Überrumpler. Also das macht so viel Schaden. Und es ist halt nicht nur ein Pokémon, das revengen kann mit dem Überrumpler. Wie gesagt, es ist wichtig gegen diese schnellen Pokémon, die mich pressuren. Es kann auch breaken. Weil guck mal, Hippo kriegt von Aquadurchstoß richtig auf die Marmel. Ohne Witz. Bronzong kriegt von einem Abschlag und sowieso von allem auch guten Schaden. Rotom kann nicht reinkommen. Er müsste, klar, er würde Rotom vielleicht gerne den Überrumpler reinwechseln, aber wenn ich einen Aquadurchstoß mache, ist das Ding weg. Ja, Baldorfisch kommt da besser rein, aber ich sehe es halt eigentlich nicht. Baldorfisch ist für mich Free Momentum auf anderen Pokémon. Also wenn das mitnimmt und ich das Momentum halt verliere dagegen, drücke ich halt Knockoff, gehe raus und mache anderen Sachen. Ja, also das Damage-Potenzial begeistert mich hier wirklich und ich hoffe, dass es was macht. Klar, es ist kein langlebiges Pokémon, weil ich halt den Nebenorb habe und die Tarnsteine-Schwäche und der Blutsauger fehlt. Ich habe mich halt dagegen entschieden, weil ich halt alles als wichtiger erachtet habe. Also Überrumpler ist das Wichtigste hier. Nicht nur gegen Trikefalo und Volvox, sondern auch gegen Zubiris. Denn wenn das Ding K-Mines drauf hat, dann mache ich dem mit Überrumpler trotzdem noch 80-90%. Und das ist natürlich genau der Schaden, den ich brauche gegen Zubiris, das sich setupt. Und das Schöne ist, dass Überrumpler eine höhere Prio hat als das Irrlicht mit Strolch. Das heißt, er kann sich dagegen nicht mehr wehren. Er wird einfach von diesem Überrumpler halt gekillt. Also Tektas war für mich wirklich ultra wichtig in diesem Matchup. Ja, und Aquadurchstoß, habe ich ja gerade schon gesagt, brauche ich gegen manche der Walls. Wasserdüse war auch wichtig gegen Rotom oder allgemein gegen einfach so ein paar offensive Pokémon. Die macht natürlich auch gegen ein Tornado, wenn es gechippt ist, nochmal genug. Ja, Knockoff war auch wichtiger als der Blutsauger. Deswegen, ich habe hier wirklich gehofft, dass ich das Ding oft reinkriege, ohne zu viel gechippt zu werden. Und
Ich sage euch ganz ehrlich, ich will mit diesen Tektas in keine Attacke reinkommen und ich will auch nichts abkriegen und ich hoffe, dass ich so spielen kann, dass das auch nicht passiert. Deswegen habe ich auch ein bisschen Initiativinvestment und jetzt gucken wir uns genau mal diesen EV-Split an. 100 gewährleisten, dass ich hier Hippo, Azumarill und Zubiris outspeede. Die haben ja 47 bis 50 Initiative und ich komme da 3-4 Punkte, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, drüber über die Pokémon. Das heißt, wenn die wenig Speed haben, dann outspeede ich die und wenn die halt ein bisschen mehr haben, dann halt nicht mehr. Das ist dann halt so. Aber ich glaube nicht, dass ein Hippo stark investiert und ja, Azumarill treffe ich eh nicht so hart, dass ich hier unbedingt outspeeden muss. Von daher ist das schon okay. Ja, da habe ich natürlich alles sonst in den Angriff gesetzt und der Rest hier, ich habe einfach wirklich nur so ein bisschen in Speed gepackt, geht einfach nochmal in den Bulk, weil vielleicht müssen wir doch zwischendurch mal eine Attacke tanken und Tektas als Win Condition müssen wir nicht unbedingt am Anfang schon hier opfern, ja. Deswegen ist Bulk auch gut. Ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, hier alles einfach in die Initiative reinzustecken, um hier vielleicht auch ein paar Pokémon safer zu überholen, aber ich habe gedacht, ja, wenn ich so 3-4 Punkte über dem Nullwert komme, dann werde ich schon, wenn er so ein bisschen Anti-Speed-Creep-EVs drin hat, eventuell was überholen. Aber wie gesagt, wir arbeiten hier eh hauptsächlich mit dem Überrumpler und guckt nochmal nach rechts und sagt mir den Switchen, Tektas haut richtig rein und ich habe richtig Bock darauf, das Ding gegen ihn einzusetzen. Ich glaube, das wird cool. Und ich hoffe, es macht was, weil Tektas ist ein belächeltes Pokémon zu Endrecht. Es ist S-Rank-Material, es ist das brokenste Ding der Welt, wir sollen es auf jeden Fall bannen. So, genug Trash-Talk. Wir kommen mal zu einem Pokémon, das wir natürlich heute auch wiedersehen. Das habe ich natürlich wahrscheinlich eben schon irgendwie klar gemacht, denn auch Zapdos darf heute nicht fehlen und wird hier der erste Pivot. Tektas ist hier, wie gesagt, das Pokémon, das so ein bisschen Schaden macht. Jetzt wollen wir natürlich auch ein Pokémon haben, was so ein bisschen Kontrolle reinbringt. Und ja, das ist halt der Elektrovogel. Ich habe gerade schon mal gesagt, das nimmt man in einem Matchup gegen Tornadus T immer mit, weil es einfach die beste Antwort der Welt drauf ist. Und schauen wir uns das Set einfach mal an, da seht ihr direkt, was ich machen möchte. Es ist ein speziell defensives Zapdos mit Toxic und Delegator. Also ein richtig widerliches, für das ich mich auch ein bisschen schäme. Aber es ist gut, denn mit Donnerblitz und Toxin treffe ich alles. Ja, die Pokémon, die von einem Donnerblitz nicht so hart getroffen werden, sind zum Beispiel Hippo oder natürlich auch Rotom oder sowas, ja, die treffe ich halt mit einem Toxin ganz gut. Die wollen nicht getoxt werden, das ist schön. Ja, im Bonsong mache ich nicht mega viel, aber das macht mir halt noch weniger, dann kann ich einfach den Delegator setzen, dann macht es nichts. Also, im Normalfall kann halt irgendwie Explosion zocken oder kann ein bisschen in irgendwas investieren, aber da wir auch still sind, halten wir eine Menge aus. Ja, Ruhrort darf auch nicht fehlen, erklärt sich von selber. Ich habe mich auch für den Donnerblitz entschieden, um ein bisschen stärker zu chippen und ich will die Para auch nicht so dringend, also Ladungsstoß brauchte ich hier nicht, weil ja, ich kann Zubiris besser so chippen und ein Toxin drauf machen, als dass ich am Ende hier die Para bekomme. Also ich würde sogar in diesem Matchup sagen, Donnerblitz darf auch bitte gar nicht paralysieren, wenn er möchte. Das wäre nett. Ich will lieber toxen. Ja. Ich habe hier Anti-Steinbeere drauf. Klärt sich, glaube ich, von selbst. Damit ich nicht von Bohoruke one-hitted werde, wenn ich voll bin. Und dem Ding eventuell überraschenderweise nochmal einen Donnerblitz reinsetzen kann. Das kann sich mal bezahlt machen. Und ansonsten sehe ich hier auch durchaus auf manchen Pokémon Gesteins-Coverage. Vielleicht auf einem Lucario, das mitkommt. Und auf jeden Fall auch auf Hippo. Sollte das dabei sein, dann sehe ich hier schon Gesteins-Coverage. Und ja, kann sein, dass sich die Beere nicht aktiviert. Aber wenn sie es tut, dann wird sie Leben retten. Und jetzt kommen wir dann nochmal zum EV-Split. Hier seht ihr, Max KP sind drin, damit die Delegatoren stark sind und dass ich hier in viele Richtungen gut tanken kann. Und dann habe ich hier 156 in die Spezialverteidigung gesteckt. Das hilft dabei, dass ein Wahlglas Tornadus mit der HP Ice uns nicht two-hitten kann. Das heißt, sogar da können wir dann ein bisschen chillen. Und das ist schön. Ja, den Rest habe ich hier dann ein bisschen in die Defensive gesteckt. 4 gehen noch in die Initiative, 4 gehen in den Spezialangriff. Diese waren einfach am Ende über. Und ja, ich wollte auf jeden Fall auch ein bisschen physisch-defensives Investment haben, falls das mal ein physisch-offensives Tornadus ist. Und ich stehe damit auch deutlich besser gegen Azumarill da, wenn das Ding mal irgendwie ja, ein bisschen bulky sein sollte. Und ja, dann macht uns das nicht richtig viel Schaden. Und es hilft natürlich auch allgemein gegen viele gegnerische Moves. Ja. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass wir Zapdos auch mal als Nottank in ein Lucario werfen müssen und wenn das dann physisch ist und wir ein bisschen, ne, ihr seht, was ich euch sagen will, okay, das ist genug Spezialverteidigung, ich habe mich wohler dabei gefühlt, wenn wir noch ein bisschen physische Verteidigung dabei haben.
Ja, Zapdos ist ganz klar meine Main-Antwort in Tornadus, das werde ich da immer reinwerfen, aber ich kann dieses Zapdos halt auch in ein paar andere Pokémon reinschmeißen. Azumarill geht zur Not halt mal, wenn ich das Ding schon gechippt habe, dann kriege ich halt natürlich auf den Switch ein bisschen Schaden, aber ich kann dann einfach mit dem Donnerblitz angreifen. Und es ist halt auch richtig gut gegen manche defensive Pokémon, gerade gegen Hippo oder auch gegen Rotom kann ich einfach Toxen und auch gegen Bronzong den Delegator aufsetzen. Also es ist ja einfach ein Pokémon, was chippen soll, okay? Und es soll mir einfach, ja, es soll auf meiner Seite stehen und ihn einfach nerven, weil es gibt nichts Nervigeres, als zu merken, hey, ich kann diesen Delegator nicht brechen, ich muss einen offensiven Wechsel machen. Und das in einen Donnerblitz von einem Toxin, das ist toll. Deswegen, Delegator sieht gegen seine Defensive wirklich gut aus und das kann furchtbar widerlich werden gegen ihn, wirklich. Ja, mal schauen, wie sich das Ding macht. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Pokémon abgedeckt, aber vor allem habe ich natürlich noch richtig viel Angst, das habt ihr eben auch rausgehört. Wolverock ist so widerlich, dass es mich zu sehr, sehr harten Maßnahmen zwingt. Und diese Maßnahme lautet Meditalis. Ja, und Leute, die die GPL schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Ich zeige euch mal das Set. Wir sehen hier am Wesen und am Investment, wenn wir drauf schauen, sofort. Das hier ist ein physisch defensives Meditalis. Und das gegen N zu bringen ist echt cool, denn der ist ja derjenige, der damit irgendwie angefangen hat, letzte Season. Das hat immer richtig viel Work gemacht in diesen Matchups, wo er es mitgenommen hat. Also, geniale Idee. Und heute sieht das wieder gut aus. Denn von der Steinkante kriege ich einfach 20% vom Wolfrock. Das ist nicht viel. Ja, von einem plus 2 Z-Move kriege ich ein bisschen mehr, der macht dann so um die Hälfte. Aber ich überlebe ihn trotzdem, er kann mich auch mit einem Follow-Up nicht killen. Das heißt, wenn ich irgendwie choken sollte, ich habe ihm den Setup gegeben und ich switch auf diese Z-Attacke rein, dann kann ich trotzdem drin bleiben und den Ableithieb drücken. Natürlich macht dann so ein Knirscher oder so ein Aero-Ass ein bisschen mehr Schaden, aber ich will halt ihm eigentlich den Setup nicht geben. Das darf er eigentlich nicht kriegen. Ich muss reinkommen und den Ableithieb drücken. Der One-Hitted auch, obwohl wir halt nicht in die Offensive investiert sind. Aber ja, es ist ein Pokémon, was ultra spezialisiert ist. Es ist eigentlich wirklich nur für Wolverock da. Es kann natürlich auch Lucario noch übernehmen, den ich weniger erwarte. Aber das ist das, was ich eben meinte. Ich habe mich so passiv drauf gepreppt. Aber dieses Metallis kommt wirklich richtig gut in Wolverock. Also wirklich, es ist einfach toll. Ja? Okay, dann gehen wir das Set mal kurz zu Ende durch. Wir fangen einfach mal ja, mit den EVs an. Ganz simpel, 20 Init ist für ein Adamant Azumarill, dass wir das immer outspeeden. Das wäre nämlich noch toll, dann können wir das mit unserem Donnerschlag angreifen. Ja, ansonsten geht hier einfach alles in die Defensive und in die KP rein. Und ja, das hat hier so am meisten Sinn gemacht, hier 244 auf alles zu verteilen. Das ist der prozentuale Peak, sag ich mal. Und ja, okay, dann muss ich euch noch einmal genau die Moves erklären. Also Donnerschlag ist klar, ist für Azumarill. Ich könnte natürlich auch den Gift-Hieb draufpacken, der ein bisschen mehr macht. Der macht dann zum Beispiel auch mehr gegen Rotom oder sowas. Aber ich wollte den Donnerschlag haben, eventuell auch mal Boreos hauen. Jetzt fragt ihr euch so, hä, Boreos haut doch Militaris in alle Dimensionen. Aber ich habe die Anti-Flut-Beere drauf. Und nein, die ist nicht für Boreos. Ich weiß, das wäre ziemlich komisch. Die ist tatsächlich auch für Wolverock da. Denn das Einzige, was mich wirklich auf plus 2 safe killt, ist ein Aeroas. Und es ist N. Er ist der Erfinder dieser defensiven Meditalis. Und ich glaube, wenn er Wolverock mitnimmt, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er das Aeroas spielt. Und wenn er sich dann sicher ist, so nach dem Motto, haha, jetzt stirbt dieses Ding am Aeroas und tut es auf einmal nicht und bleibt drin und seine Wincon Nummer 1 ist hier am Ableithieb tot. Das wäre schon geil. Alleine deswegen hat sich hier die Koba-Beere, so heißt sie, gelohnt. Und wenn es nur dafür ist, dass ich eventuell Tornadus irgendwann mal einen Donnerschlag reinhaue, ist das auch okay. Ja, die Set hätten sich natürlich auch über eine Beere oder über die Überreste gefreut, also über eine KP auffüllende Beere. Aber ja, ich wollte einfach wirklich sicher sein. Klar, Aeroas ist hier gering. Die Chance, dass es wirklich drauf ist. Aber was, wenn es drauf ist und ich deswegen verliere? Will ich nicht. Und ich wollte auch die Überreste nicht spielen, weil dann würde ich ihm eigentlich schon bei erster Gelegenheit, schon bei Hazardschaden oder sowas, würde ich ihm schon zeigen, dass ich ein defensives Set bin. Deswegen wollte ich das nicht. Ja. Also wie gesagt, es ist hyper spezialisiert, aber ich brauche das einfach. Also es ist jetzt das, was hier Zapdos auf jeden Fall noch gut zur Seite steht und... ja, Toxin ist natürlich, haben sich jetzt wahrscheinlich schon viele von euch gedacht, für Zubiris da, weil wenn ich mit Meditalis auf dem Feld bin und er hat das dabei, dann geht er da sofort rein. Ich kann sofort Toxin drücken. Ja.
Ja, und Genesung ist halt zum Heilen. Es ist ein super komisches, aber simples Set. Und ich bin gespannt, ob es macht. Ja, Toxin ist allgemein gut gegen seine Defensive. Und mal schauen, ob das funktioniert. Ja, genau. Patronenhieb habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch etwas, was dann gut gegen Volvorg aussieht. Aber es macht halt nicht genug. Auch sowieso auf diesem defensiven Set nicht und auf offensiven auch nicht. Und ich wollte Meditalis halt reinwechseln können. Ich wollte einen Bulky Fighting Type. Und den habe ich mir heute einfach mal erzwungen. Ja. Okay, apropos erzwungen. Wir brauchen noch einen Switch in den Azumarill. Beste Überleitung. Und wir machen hier verzweifelt weiter. Und natürlich ist das Tentoxa. Das macht es hier am besten, denn wir resisten seine Step-Kombi dank unserer Typenkombination. Und wenn wir das Ding so spielen, wir fackeln nicht lange, gucken uns das Set direkt an, dann kommen wir gut rein. Azumarill macht jetzt so 40%, wenn es mit dem Ballband angreift. Denn wir sind maximal physisch defensiv und wir haben einen Z-Stein. Keine Sorge, das dürfen wir, denn den kann er nicht abschlagen. Das heißt, der Abschlag macht weniger Schaden. Ich habe jetzt hier extra den Gift-Z-Stein gewählt, weil es passt und dann kann ich ihn nicht aus Versehen aktivieren. Und ja, wir dürfen das halt machen, um halt wirklich, wenn wir halt einen Abschlag-Switch bauen wollen, nicht auf ein Item verzichten zu müssen, weil dann sieht der Gegner das ja sofort. Weil wenn jetzt wenn N jetzt sieht, hey, er hat kein Item auf, Tentoxa ist ganz klar, das ist das, was er reinwechseln möchte in Azumarill und dann doublet er vielleicht drauf oder so. Deswegen ist es schön hier, die Z-Kristalle spielen zu dürfen, nur um quasi ein Item anzufaken und ja, Knockoff wird dagegen halt nicht geboostet. Und wenn ich ein anderes Item hätte, dann würde Knockoff mir über 50% machen und das will ich nicht. Ja? Okay, also ist wie gesagt die Nummer 1 Antwort hier in Azumarill. Ich komme rein und dann kann ich entweder Knockoff drücken, um das Wahlband wegzuhauen oder halt auch einen Switch zu punishen, weil nichts möchte hier in diesen Knockoff rein eigentlich. Lucario vielleicht, aber der will eigentlich auch nicht in Tentoxa rein switchen, würde ich mal sagen. Ja, Siedewasser ist auch gut. Wir können hier viele Pokémon verbrennen, das ist ganz schön. Gigasauger hilft mir beim 1v1 in Azumarill. Und wenn ich da am Ende durch ein bisschen Recovery einfach eine Attacke mehr tanke, ist das halt auch toll. Und ich brauche die halt auch nicht unbedingt was. Ich hätte natürlich auch die Matschbombe spielen können, aber nee. Muss der nicht unbedingt sein, sag ich mal. Weil er auch wirklich gute Poison-Switch-Ins hat eigentlich. Ne? Ja, und am Ende noch den Turbo-Dreher, der darf nicht fehlen, weil ich bin Rockweak jetzt schon. Ich habe halt Tektos und Zapdos dabei. Da möchte ich auf jeden Fall auch einen Turbo-Dreher dabei haben. Ne? Und Tentoxa halt auch nicht viel machen muss. Es sollte sich eigentlich echt nur um Azumarill kümmern. Kann ich es halt auch zum Spinnen eventuell später nochmal aufbewahren. Und ich denke, das kann es heute ganz gut machen. Auch wenn er natürlich einen Geist hat, aber da muss ich schauen, dass ich das Ganze umspiele. Naja, gut. Okay, ansonsten muss ich zu Tentoxa, glaube ich, nicht mehr wirklich viel sagen. Also es ist wirklich einfach physisch, defensiv. 4 letzten Punkte habe ich in die Speed reingepackt. Ja. Es wird halt auch von Nyx so richtig krass gepressured und ist es so ein Midground-Pokémon, wisst ihr, was ich meine? Naja, gut. Okay, dann kommen wir zu Pokémon Nummer 5, das wieder ein Pivot sein soll. Und der soll diesmal Momentum bringen. Und zwar haben wir hier Voltolos T. Und das war eben kein Scherz. Wir tun es schon wieder. Schaut euch das Set an. Wir spielen schon wieder die Offensivweste. Es sieht super behindert aus. Ich weiß, aber es ist eine ziemlich gute Antwort auf Rotom tatsächlich. Er kann dagegen nicht wohl switchen. Und anders als bei offensiven Varianten werde ich auch von einem Overheat überhaupt nicht bestraft. Der macht, also bei einem defensiven Rotom, so 30% oder so. Und dann kommen die Drops. Das ist schön. Und ich krieg das Momentum, denn ich kann dann Kehrtwende drücken und da kann er halt auch nichts gegen machen. Und das ist toll. Und dieses Voltolos ist halt nicht nur für Rotom da, das ist so der Hauptgrund. Also es ist halt auch noch echt geil gegen Scarf Hydreigon. Denn Scarf Draco macht halt auch nur fast die Hälfte. Dann kommen die Drops und dann muss er raus. Ich krieg die Kehrtwende raus. Klar werde ich hart gechippt, vor allem wenn auch Rocks liegen, aber ich muss hier einfach mit ein bisschen Momentum arbeiten können. Das ist das einzige Pokémon, was mir das wirklich gut bringen konnte. Denn ja, ich muss ja Tektas irgendwie reinkriegen. Und ich denke, Voltolos kann das schon ganz gut. Ja. Und dann gehen wir das Set mal genauer durch. Ich glaube, Donnerblitz ist klar, darf nicht fehlen. Der macht guten Schaden gegen Azumarill. Strauchler ist natürlich für Hypoteros da, der dem richtig viel Schaden macht. Das ist echt super, super sweet. Ja, und dann haben wir Abschlag und Kehrtwende. Abschlag lässt sich allgemein gegen ihn ganz gut spammen, beziehungsweise ich finde es wichtig, also auch wenn Hydreigon zum Beispiel mal mit drin ist, das klingt falsch,
Also wenn Hydreigon mir gegenübersteht und noch nicht weiß, dass ich AV bin und ich kann ihm den Scarf wegschlagen. Holy, das wäre so gut. Ja. Und das erklärt sich, denke ich mal, alles von selbst. So, ich treffe halt alles irgendwo damit ganz gut. Es gibt eigentlich nichts, was Donnerblitz und Staufer wirklich viel entgegensetzt. Und ich kann auch wirklich viel Abschlag drücken diesmal. Ja, dann kommen wir mal zu Wesen und EVs. Da muss ich einmal kurz in mein Dokument gucken, weil ich habe jetzt vergessen, wofür der zweite EV-Wert war. Also 36 endet, damit kann ich schon anfangen. Wir senken unser Speed, unseren Speed, denn ich möchte mit Abschlag und Kälte ein bisschen mehr Schaden machen und ich wollte auch nicht so schnell sein. Und mit 36 Initiative überholen wir Azumarill noch safe. Da habe ich gedacht, dann wirke ich diesem ein bisschen entgegen, dann kommen wir noch auf diesen Wert. Ja, Rotom ist eigentlich jetzt meistens schneller, wenn es Initiative-Investment hat. Wir outspeeden aber auch Rotom noch, wenn es keins hat. Das ist auch schön. Jetzt muss ich kurz gucken, ich habe mir sicherlich aufgeschrieben. 28 waren... Genau. Immer ein One-Hit auf uninvestierte Tornadus. Ja, ist jetzt nicht viel. Ist auch nicht todeswichtig, weil er wahrscheinlich auch immer ein bisschen Investment hat. Aber falls mal nicht, 28 EVs tun dann am Ende nicht weh. Ja. Und der Rest geht hier einfach wirklich nur in die Spezialverteidigung, beziehungsweise in den speziellen Bulk. Wir haben 244 auf S-Def und der Rest geht in KP. 4 waren noch über, die gehen dann einfach in den Angriff, weil ich gedacht habe, hey, ein bisschen mehr Schaden. Ja, also, dieses ist halt auch kein Hexenwerk. Der sieht fancy aus, der Split, aber im Prinzip ist es einfach wirklich nur ein Speed-Creep auf Max-Speed, dazu mehrere, ein bisschen Spezialangriff. Und dann einfach wirklich volle Lotte, einfach nur in spezielle Defensive. Und ja, wir können das Ding hier wirklich in viele Sachen reinwechseln. Also in Thorn geht das auch, wenn Zapdos mal nicht mehr da ist oder wir Zapdos eher gegen was anderes verwenden wollen. Wenn sich in der Gameplan, in der Teamübersicht ein bisschen ändert, dann kann Voltolos heißt es genau, kann das genauso gut übernehmen. Auch wenn er natürlich hier U-Turn-Momentum ungestraft bekommt und Knockoff auch doof ist oder sowas, aber ja. Das Set ist gut gegen ihn. Ich werde natürlich jetzt wahrscheinlich gefragt, hey, warum spielst du es nicht offensiv? Wäre doch auch gegangen. Schon. Aber da hätte ich natürlich gar nichts in Trikefalo reinswitchen können. Denn das letzte Pokémon kann es auch nicht. Spoiler, es ist nicht Amigento Fee. Ich glaube, das Ding werden wir nie mitnehmen. Denn wir klammern uns dieses Mal wieder an unser Mega-Pokémon Latias. Und eine Sache fehlt hier halt im Team noch. Und das ist Speed. Deswegen spielen wir hier ein Mega Latias, das mal ein Latios sein wollte. Ich zeig euch das Set. Super boring, weiß ich. Bitte haut mich nicht. Ich wollte dieses Latias hier wirklich nur für den Speed. Denn, ja, Thorn ist halt schneller, und Scarfer sind schneller, Givaldo ist schneller, aber Givaldo sehe ich nicht. Für Thorn habe ich 8000 Antworten. Ich möchte mit Volvox Speed Time, wenn das Ding dabei ist. Ich würde es mit dem Energieball, den wir hier im Set sehen, auch safe killen. Und, ja, ich outspeede sonst wirklich, wirklich viel im gegnerischen Team und kann hier auch ganz gut all-outen tatsächlich. Ja, Drachenpuls wird hier gespammt. Wir sehen hier auch neben den straighten 252 Spezialangriff und Drachenpuls macht auf viele Pokémon damit einen Two-Hit. Ja, Azumarill kommt halt rein, dafür habe ich den Energieball. Bronzong kommt halt rein, dafür habe ich dann den Spukball und habe damit halt wirklich Coverage, um alles zu treffen, ja. Ja, wir sehen hier weder Heilung noch ein Gedankengut oder irgendwas. Und das meinte ich halt eben. Also das ist halt eigentlich kein Mega-Latias-Set. Ich habe sogar, da werden einige Leute, die das Meme letztens auf Twitter gesehen haben, über mich lachen, aber ich habe sogar über Defog nachgedacht. Weil ich brauche Mega-Latias hier nicht als Mega-Latias. Ich brauche einfach ein schnelles Pokémon in 110 Speed, das einigermaßen gut all-outet. Und das tut es. Ja, ich habe mich trotzdem, obwohl ich halt all-outen will, gegen den Draco entschieden, weil Drachenpuls gegen viele Sachen guten Schaden macht. Und ich das nicht so richtig rushen muss, weil ich halt auch was aushalte. Es ist immer noch ein Megalatias, ja. Das heißt, wenn ich mal zwei Hits brauche und im Gegenzug ein bisschen Schaden abbekomme, dann ist das absolut fein für mich. Ja. Und ja, auch so ein speziell defensives Bonsong wird von diesem Spukball halt noch getuhitet. Auch wenn ich hier in Anführungsstrichen nur 140 Spezialangriff habe, ohne ein Damage-Item, das können Mega-Pokémon ja nicht tragen, ist der Schaden trotzdem wirklich gut. Also es wird hier eigentlich alles getuhitet im gegnerischen Team, wenn ich die richtige Attacke drücke. Und das ist schön. Ja, ich habe natürlich erst überlegt, will ich das Gedankengut spielen? Aber ich habe gedacht, ich werde eh in den meisten Fällen einfach angreifen. Und Heilopfer war das, was ich dann am Ende hier gemacht habe.
Denn ihr seht schon, ich bin hier mit Meditalis oder mit diesem Voltolos halt schon mit Pokémon unterwegs, die gechippt werden und die eventuell Antworten sind, die ich im Late Game nochmal brauche. Und sollte er zum Beispiel irgendwas von mir gechippt haben und sehen, hey, cool, das Meditalis ist ziemlich low, jetzt kann ich halt mit Wolfhawk gleich cleanen und er bereitet das ein bisschen vor und auf einmal hole ich das Ding zurück. Das kostet Games. Sowas kostet halt einfach Games. Und deswegen kann das Heilopfer wirklich richtig gut sein. Ja, ich habe mich ja wirklich dagegen entschieden, hier mit Latias defensive Arbeit zu machen. Ich will offensiv arbeiten. Ich kann es trotzdem reinwerfen, weil, ja, ich brauche es halt zum Revengen irgendwie. Und ich fand das dafür ganz gut. Aber schaut mal rechts. Es macht guten Schaden. Es macht vor allen Dingen auch genug Schaden. Deswegen habe ich mich halt wirklich dagegen entschieden, hier einen Mega-Latias rauszumachen. Also ich würde hier am liebsten einfach einen Latios spielen. So. Gut, das kann kein Heilopfer, aber ja. Normales Latias wäre besser gewesen tatsächlich. Weil da kann ich halt ein Damage-Item drauf spielen. Naja, es ist gut gegen ihn, okay? Und das ist das Team. Es sieht super merkwürdig aus. Ich habe nicht zu viel versprochen, glaube ich. Also es hat ein paar lustige Pivots auf jeden Fall. Sogar gerade Meditalis und Voltolos, auch wenn wir das schon mal, beziehungsweise beide schon mal gesehen haben, sind trotzdem lustig. Ein voll offensives Tektas. Ja, und ein Latias, das im falschen Körper geboren wurde. Ja, der Gameplan sieht wie folgt aus. Tektas so oft es geht reinkriegen, sofort Druck damit machen, vielleicht im Early schon schnell einen Kill abstauben, mit Voltolos Momentum dafür holen und ich hoffe, dass ich auf alle Threads halt irgendwie Antworten habe. Also auf Tornadus oder Zunarin habe ich halt Zapdos, Metalis hilft dir vor allen Dingen gegen Volvok und Lucario, Tentoxer hilft halt auch gegen alles so ein bisschen und vor allen Dingen gegen Azumarill und ja, Voltolos sichert mir halt mein Momentum und verhindert halt, indem es Rotom so ein bisschen abschaltet, halt auch das gegnerische Momentum. Das ist halt auch richtig toll. Ja, Latias brauche ich einfach wirklich nur noch für den Speed. Ja, ich habe es ja auf jeden Fall als besser angesehen als zum Beispiel mein Volvok. Deswegen ist es das geworden. Ja, das ist der Gameplan. Irgendwie zermürben, irgendwie gewinnen. Ich habe hier halt leider quasi mit Tektas und seinem überrumpelnden Pokémon, dass ich oft resetten muss, indem ich oft switchen muss. Das kann doof sein, vor allen Dingen, wenn ich hier die Tarnsteine nicht gut wegkriege. Aber wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ich denke mal, das Matchup ist nicht unwinnable. Ich glaube auch, dass ich, wie gesagt, hier gut predikten konnte, was mitkommt. Ich fasse es nochmal zusammen. Zubiris, Wolverock, Rotom, Trikefalo auf jeden Fall. Und dann Tornadus oder Azumarill und Hippo oder Bronzong. Und ich denke mal, deswegen kann ich halt schon mal diese spezialisierten Sets bringen. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne mal verraten, was ihr davon haltet, indem ihr es einfach in die Kommentare schreibt. Dann können wir uns da super gerne drüber unterhalten. Und dann sehen wir uns morgen tatsächlich schon wieder hier auf Tabasco TV zum Kampf gegen einen richtig coolen Bueno Brother. Wir haben ja mal um Kinder Bueno gespielt. Bueno Brother sollte ich nie wieder sagen. Das ist das fürchterlichste Wort, was ich mir je ausgedacht habe. Holy shit. Das sollte ich eigentlich rausschneiden, aber ich lasse es drin. Ich bin ja ehrlich. Wir spielen gegen N. Ich habe Bock drauf. Ich habe aber trotzdem Angst. Und wir sehen uns morgen. Haut rein. Macht's gut. Ciao.